Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem übertrieben fresh und klackigen Kanal, den ihr eigentlich schon längst abonniert haben solltet, weil die Videos einfach fresh sind. Freunde, was geht ab? Wir reagieren heute auf MBSEC vs. KBA und ein Zuschauer hat mir das bei Instagram geschickt und mir geschrieben, dass da auf jeden Fall etwas Interessantes im Battle passiert. Ich soll mir das mal angucken und ich freue mich auf jeden Fall darauf zu reagieren. Ich bin gespannt, was da im Battle passiert. Ja, so. Ne? Freunde, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung und ich würde sagen, wir gehen rein und gucken uns das an. Let's go. Komm Leipzig, haltet die Energie um, alle Hände hoch. Oh shit. 2 Minuten, 4 Takte, MBSEC, KBA, du legst los. Oh. Jedes Mal dieses Gebädel, ich hab gar keinen Bock. Der Abend geht schon viel zu lange, ich häng grad schon am Tropf. Ich würde lieber jetzt ins Krankenhaus ein paar Tabletten fressen, aber nun muss ich so ne Spasti battlen. Halt die Fresse, Motherfucker, bist gay. Hör auf zu, Mann, Dicker, aus. Keine Ahnung, Dicker, ich bin grad. Oh, okay. Scheiße, das sehe ich zum ersten Mal bei KB, Alter. Dass er so ein bisschen rauskommt. Er ist unnormal rausgekommen. Scheiße. Wir gucken, ob er sich retten kann. Ich bin richtig draußen, ich bin krank, aber ficke dich jetzt ohne Pause. Soll ich dir noch ein paar Wörter geben? Hab ich noch ein paar da. Da war's das, also halt zu Rap Abstand. Das ist nicht gerade krass, was du gerade so machst. Das finde ich eher wack oder hart, hart, hart. Ich hab zwar verkackt, aber heute hab ich wieder den Vorsprung. Seine Zähne sind gelb wie die Trikots von Dortmund. Was geht ab, Motherfucker, wen willst du gar betteln? KBA steht jetzt wieder mal jetzt auf dem Zettel. Aber das mit Zähne war gelb, war stark. Aber die Crowd hat nicht gefeiert, ne? Die Crowd ist gar nicht am Start. Der war echt ein Stark. Sind denn meine Zähne gelb? Das ist mir doch scheißegal, wenn mich die Sehne hält. Ich habe lieber Bock zu rappen, ab und zu ein bisschen sprechen. Aber was haben da meine Zähne jetzt gerade mit zu sprechen? Halt die Fresse, Motherfucker, du hast kein Cash und du bist gay. Die platzen wieder deine Adern, nenn es Cash is Clay. Was gibt's ab, Digga? Ja, das ist so eklig. Hast du es sogar gesehen? Sogar Gier fand den krass, Digga. So die Reimkette wieder das aufgebaut hat, yeah. Auf Cassius Clay wieder das vorbereitet hat, sehr kreativ, wirklich. Ich muss sagen, bei MBSEC, was mir auffällt, er hat immer so Momente, ne? Und dann float er so wirklich sehr, sehr nice, finde ich. Ja, so, der, wie du sagst, so ein kleines Momentum, so. Meine Mutter hat einen dreckigen Fetisch. Ganz ehrlich, ich bin froh, wenn das vorbei ist. Ich hab ehrlich gar keinen Bock mehr, hebt eure Hände, Leipzig. Ich finde den ganzen Scheiß sowas vom Wack. Ich bin froh, wenn ich raus bin, der Scheiß ist nicht fresh. Halt deine Fresse, Mann, du kannst nicht rein. Dicker, wenn du willst, blass doch gleich jeden ein. Was ist los? Dicker, hör. Okay, aber die Crowd ist gar nicht am Start. Ist richtig tot, Digga. Macht überhaupt keinen Bock, so als Rapper glaube ich auch gar nicht. Ja, so, weißt du? Auf zu schleimen, ich werd dich jetzt erzählen, Dicker. Du weißt. Nimm lieber am besten Paritalin. Du wirst so hart aggressiv, Junge, was ist denn mit dir? Ach, ich hab keinen Bock mehr. So, weißt du, er fängt halt so, nimm doch mal Ritalin, du wirkst so hart aggressiv, so, das war nice geflowt und dann direkt der nächste Satz wieder so voll verkackt. Ja, bei weißt dem du, Moment so, ja, ja, da. Du weißt nie, was als X bei dem kommt, so. Der Tag ist scheiße, lass mich einfach in Ruhe, fall mit diesen Leuten. Halt die Fresse, Mann, du bist hier kein Gegner. KBR am Start, Dicker, nenn es Digga Vedeta. So sieht das hier aus, Dicker, bring jetzt deine Line und danach wirst du mal jetzt sehen, wie ich dich wieder hier zerteile. Okay, okay, also, was mir bis jetzt auf jeden Fall auffällt, die Jungs haben beide irgendwie, also beide sind auf jeden Fall lost. Ich glaube, beide haben keinen Bock irgendwie. Ne? Beide haben kaum Bock, er hat es auf jeden Fall ein paar Mal angesprochen, MBSEC, er hat mehrmals gesagt, ich bin müde, ich habe keinen Bock, bla bla bla. Und die Crowd ist gar nicht am Start, finde ich. Ja, nee, dieses Battle ist schon langweilig. Gia hat den auch auf die Schulterrad geklopft und meinte, ne? Komm so, mach mal einen auf so. Der hat den motiviert. Wir gucken, ob der Bruder noch was rausholt, Alter. Wir gucken. So sieht das hier aus, Dicker, bring jetzt deine Line und danach wirst du mal jetzt sehen, wie ich dich wieder hier zerteile. Ich bleibe der einzige leitende Weise der Weide, die beide von einer zerteilen, die Reime gehalten. Die Zellener reiten, sie leider erscheinen und peinlich erscheinen. Die Feiglinge weil sie bleiben gehalten, ich schreibe mich schreien. Scheiß auf dich, Pisser, Mann, ich steiger mich gleich. Okay, Alter. Also die Motivation, also dieser Kick von Gia scheint geholfen zu haben, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe kein einziges Wort rausgehört. Ja, aber kein einziges. Der Flow war schon krass, Digga. Ja, so es war Double Time, aber wenn du kein Wort raushörst, dann hast du auch nichts davon, Digga. Ja, der hat dieses Kratzige in der Stimme, weißt du, deswegen ist das auch schwierig, Alter. Wir machen weiter. Du Hurensohn, ich werde dich heute jetzt sofort besiegen. Warum feiert ihr das? Hat der alles vorgeschrieben? Was ist los, Digga? Ich mach dich hier platt. Ich hab ne gute Verbindung mit deiner Mutter, nenn es WLAN. Der war stark, der war sehr, sehr stark. Die Crowd ist gar nicht am Start, Digga. Hab eine gute Verbindung mit deiner Mutter, nenn es WLAN. So. Traurig, stark, dass die Crowd nicht feiert. Ja, hart interessant. Geht mir alles am Arsch vorbei, weil ich hab hier keinen Spaß. Der Abend geht mir schon viel zu lange und ich muss sagen, es war mir echt viel zu wack, hier heute da gewesen zu sein. Halt die Fresse, Dicker, ich rap hier mit gutem Flow. Was ist das für ein Gegner? Boah, ich muss sagen, das ist respektlos. Hart respektlos, finde ich. Digga. Guck mal, KBA performt noch.
ne, dann erweist ihm doch noch wenigstens den Respekt und lass ihn zu Ende performen, bis er Time sagt. Und dann, wenn du deine Runde hast, dann geh. Weißt du, was ich meine? Digga, der... Alter. Ja, macht man nicht. Unschuldig. Guck den an, den Hurensohn. Kein Respekt, Digga. Und kein Hip-Hop. Lass dich heute ficken, Digga, so wie Rick Ross. Vorbei, Jungs. Aber stark von KBA, dass er noch zu Ende gemacht hat. Ja, normal. Weißt, der zieht sein Ding durch so. Ich erstmal Respekt. Okay, pass auf, ganz kurz, Jungs. Ja. Okay, scheint aber, jetzt wo ich es ein bisschen gehört habe, scheint aber kein persönliches Problem mit KBA zu sein, sondern einfach der Abend scheint nicht so sein. Passt dem nicht so, ja. War nicht sein Tag einfach, okay? Was denkst du, wer hat gewonnen? Ja, jetzt safe KBA wegen dem Vorwurf, so weißt du. So, MB-Stack war stark, wirklich, da war sehr stark, aber der hat sich das selber kaputt gemacht, so. Ich muss sagen, die Crowd hat bei keinem so richtig gefeiert, aber wenn sie einmal gefeiert hat, dann war das bei diesem Double Time, wo ich kaum was rausverstanden habe. Und da dachte ich, okay, könnte sein, dass der die Crowd so auf seine Seite hat und am Ende gewinnt, ne? Aber jetzt am Ende hat er sich komplett kaputt gemacht. Aber krass, guck mal, Gier hat den einmal so einen Stoßer gegeben und wenn er gewollt hätte, hätte der auch KBA eigentlich schon ein bisschen rasieren können, ne? Weil der ist stark, so, du hast gesehen, so. Ja, ich sag dir ehrlich, diesen Double Time, ich fand den nicht so stark. Du fandst den stark, ist ja okay so. Aber ich sag dir ehrlich, ich hab da nicht viel rausgehört, so weißt du. Aber für die Crowd hat's anscheinend gereicht. Wir gucken weiter. Nein, nein, guck mal, es war alles gut, es war alles gut. Wir brechen das Ding ganz kurz ab. Guck mal, du bist hierher gekommen. Ich hab dich vorhin gesehen. Du bist auf Krücken hier reingelaufen. Du fühlst dich nicht wohl auf der Bühne. Du hast mir gerade gesagt, du hast keinen Bock. Du hast auch im Badischen oft gesagt, gerade du hast keinen Bock. Erzähl mal ganz kurz, was überhaupt passiert, Digga. Also, ich hatte einen Arbeitsunfall, einen Gasbulle, Dachpappe, umgeknickt. Jetzt habe ich hier drei Bänder gerissen und einen kaputten Fuß, aber ich stehe hier, hi. So. Aber lernen. Das heißt, so wie ich das verstanden habe und dich auch heute Abend gesehen habe, du hattest Bock zu bändeln, aber wenn du merkst einfach, das beeinträchtigt ja auch Konzentration. Sagen wir es so. Aufgrund des Unfalls, weswegen Tyson zu spät gekommen ist, wurde das wahrscheinlich so gemacht, dass das Freestyle weiter hinten liegt, oder? Nein, nein, nein. Das war von Anfang an geplant. Okay, gut, weil das hat mich einfach gerade so lange angestrengt einfach. Ich mein Fuß tut wirklich weh. Ich hab auch Okay, guck mal, jetzt ganz kurz Retalk. Ich hatte Bock zu rappen, aber es hat mir einfach zu lange gedauert. Ja, gut, ist normal. Da muss man einfach fairerweise sagen, wenn du sagst, du bist raus, dann ist er weiter. Natürlich ist er weiter. Ist doch logisch. Dann sparen wir uns die Abstimmung, ist ein fairer Move. Digga, gute Leistung auf jeden Fall. Gute Nice. Es endet auf jeden Fall nice und sehr, sehr sportlich, Alter. Ja. Wobei ich sagen muss, MB-Sack, was er da gemacht hat, während KBA noch am Performen war, fand ich nicht nice. Ja, aber weißt das du, ist ja so ein persönliches Ding. Jeder hat seinen Anrat, so sauer zu sein. Aber wenn du schon startest, so, dann kannst du wenigstens noch den Respekt erweisen und sagen, okay, beende noch deine zwei Sätze. Du weißt ja, Digga, du kannst ja abschätzen. Es sind, keine Ahnung, 4 Takte, was er da hat. Ja. 2 hat er schon rausgehauen. Ja, das sind 3 Sekunden. Weißt du, was ich meine? 3 Sekunden länger musst du da noch stehen und du gibst ihm dann noch wenigstens diesen Respekt. Weißt du, was ich meine? Ist keine große Geste. Hat er ja aber am Ende trotzdem erwiesen. Ja, am Ende hat Gier ihn geholt. So, weißt du, was ich meine? So, hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. War auf jeden Fall interessant zu sehen, wie das Ganze sich entwickelt hat im Laufe des Battles. Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen war es auf jeden Fall, also die Crowd war nicht am Start. Der Beat war okay, war jetzt nicht was Krasses. Ja. Und beide haben jetzt nicht so krass performt. Wobei ich sagen muss, das sind nicht die MCs schuld, sondern wahrscheinlich auch mit die Crowd und auch die Verletzung. Weißt du, was ich meine? Ja, der meinte ja selber, das hat ihn so ein bisschen beeinträchtigt und so, weißt du, so psychisch. Ist ja normal. Genau. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.